إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah Azza wa Jal. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist. Ich begrüße meine Geschwister im Islam, mit dem islamischen Friedenskurs, und sage zu euch, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ich freue mich, dass Allah Azza wa Jal uns ermöglicht hat, dass wir uns treffen hier in einem seiner wunderschönen Häuser, um ihm zu gedenken und seine Religion zu lernen. Alles Lob gebührt Allah Azza wa Jal. Inshallah werden wir heute ein sehr, sehr wichtiges Thema besprechen, inshallah, das leider sehr, sehr, sehr viele Muslime betrifft. Und weil ich auch denke, dass vielleicht den einen oder anderen auch hier betrifft, obwohl ich eigentlich von meinen Brüdern natürlich nur Gutes denke, die heute hier erschienen sind, und ich das eigentlich von euch nicht erwarte. Aber trotzdem, inshallah, weil es ja auch aufgenommen wird, soll es inshallah Nutzen für die Muslime haben im deutschsprachigen Raum. Und wir werden inshallah heute über das Rauchen sprechen. Denn es ist eine Sünde, die sehr, sehr viele Muslime begehen und sehr, sehr wenige darüber sprechen. Sehr wenige Imame, sehr wenige Prediger reden über diese Sache. Und die Sache ist wichtig, weil uns die Sünden wohin bringen? In die Hölle bringen. Und ich werde inshallah heute, weil ihr auch wisst, dass viele Menschen, besonders auch Raucher, immer mit dem Argument kommen, es ist nicht verboten. Es ist nur, ja, unerwünscht. Aber erstmal stimmt das nicht, und inshallah, bi'idhnillah, werde ich das heute mit sehr, sehr vielen Beweisen und mit sehr, sehr vielen Versen aus dem Koran und Aussprüchen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Aussage und dieses Argument widerlegen, inshallah, mit der Hilfe Allahs. Und werde inshallah beweisen, dass das Rauchen haram ist im Islam. Eine Sünde ist. Und ihr wisst ja alle, was Islam bedeutet. Hingabe zu Allah Azza wa Jal. Ja, das bedeutet der Islam. Das bedeutet unser Glaube. Aber wie ist es mit demjenigen, der, wenn er Schmacht hat, der Lust hat auf eine Zigarette, bei eiserner Kälte, tagsüber und mitten in der Nacht, wenn es schneit oder regnet und er hat Schmacht und er will unbedingt rauchen, was macht er dann? Er besorgt sich irgendwie eine Zigarette. Wallahu a'lam yani, aber ich denke das, weil ich das bei vielen Menschen gesehen habe oder bei Jugendlichen. Er besorgt sich das, was er braucht. Sei es, er bettelt irgendwo auf der Straße, schnurrt sich irgendwo was oder... Aber was ist mit demjenigen? Was mit demjenigen, wenn es um 5 Uhr oder um 6 Uhr morgens, wenn Allah ihn ruft, Allah zu sich ruft, Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Wo ist die Hingabe zu Allah Azza wa Jal? Wenn derjenige, der wegen einer Zigarette aufsteht und dieser Sünde hinterher rennt, um sie zu begehen und Allah ungehorsam zu sein, und wie ist es mit dieser Person, der eigentlich ein Muslim ist, der sich eigentlich Allah ergibt und Allah Gehorsam leistet, der dann aber nicht aufsteht für Allah, um das Gebet zu verrichten? Was für ein Diener ist das? Ist er ein Diener Allahs oder ist er ein Diener seiner Gelüste? Das sollte sich derjenige fragen als erstes, der raucht. Und mit Rauchen natürlich, was ich damit meine, ist alles, was man raucht. Natürlich ist das von allen Sachen, die man raucht, ist die Zigarette die kleinste Form vom Rauchen.
Aber ich rede über das Rauchen allgemein. Und ich rede im Allgemeinen über die Zigarette, die man raucht. Und alles andere, was man auch rauchen kann, Joint und so weiter, ist noch schlimmer als die Zigarette. Aber ich rede im Allgemeinen über das Rauchen der Zigaretten. Und frag du dich selbst, was Allah Azza wa Jal über das Rauchen sagt. Und wie er diese Sache sieht. Wie Allah Azza wa Jal diese Sache sieht. Weil vielleicht der eine sagt, ist nicht so schlimm, ist nicht so teuer, oder. Jeder hat eine andere Antwort. Aber guck, schau darauf, wie dein Schöpfer diese Sache sieht. Allah Azza wa Jal sagt in Surat al-Baqarah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Und bringt euch nicht mit eigener Hand in Verderbnis. Mit eurer eigenen Hand in Verderbnis. Und Allah Azza wa Jalla sagt auch, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Und Allah Azza wa Jalla macht ihnen das Schöne und das Gute, hat er ihnen erlaubt. Und er verbietet ihnen das Verwerfliche. Er verbietet ihnen das Schlechte. Und im Hadith von Ibn Majah überliefert, sagt der Prophet sallallahu alles Berauschende ist haram. Alles Berauschende ist haram und verboten. Und das, Allah Azza wa Jalla braucht nicht in jeder Sache, also jede Sache zu nennen. Was alles darunter fällt. Ja, Ecstasy und was weiß ich, Joint rauchen und dies rauchen und Zigaretten rauchen. Alles. Das ist ein Sammelbegriff. All das ist haram. Ja, deswegen hat yani Allah Azza wa Jal, er benutzt oft eine Regel. Ein Regelsatz für eine bestimmte Sache. Ein Regelsatz, aber bestimmt für viele Sachen. Ja, wenn er zum Beispiel sagt, er verbietet euch das Verwerfliche. Was kommt da rein? Da kommt Rauchen, Rauchen oder Kiffen oder Pillen nehmen oder so Kokain ziehen oder was auch immer. Oder dass einer Transvestit ist oder egal was verwerflich ist. Alles, was verwerflich ist. Alles, was der Mensch und der Reine und eine gesunde Moral, der eine gesunde Moral hat, verwerflich findet. Ja, wenn du ein kleines Kind siehst, 5 Jahre, 7 Jahre, der macht irgendeine Sache und du sagst ihm, pfui, was machst du da? Das ist verwerflich. Und das würdest du machen bei einer Zigarette, das würdest du machen, wenn er, was weiß ich, Drogen vor sich hat oder mit Drogen spielt oder zu sich nimmt, wenn er sich eine nackte Frauen anschaut, egal was verwerflich ist, das würdest du auch bei einem Kind verwerflich finden, das ist auch verwerflich bei Allah Azza wa Jal. Und wie gesagt, Allah sagt in diesem Vers, und er verbietet euch das Verwerfliche. Und Allah Azza wa Jal sagt was im Koran? Sagt, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ja, Allah sagt das mehrmals im Koran. Und folge nicht den Fußstapfen vom Satan. Weil er Satan, der verfluchte Satan, der Teufel, der kommt dir nicht direkt mit der größten Sünde. Er kommt Step by Step. Er kommt auch bei jedem anders, je nachdem wie stark dein Glaube ist und wie schwach dein Glaube ist. Aber er kommt immer, Schritt für Schritt will er dich zu der größten Sünde bringen. Weil wenn er zu dir jetzt kommt und sagt dir direkt, komm, nimm dir so eine Heroinspritze, würdest du sozusagen dem Satan sagen, ach, hau ab, ich bin noch nicht blöd. Aber er kommt dir nicht so. Er kommt dir Step by Step, Zigarette, Joint, Ecstasy, Crack, Kokain. Step by step, weil irgendwann mal ist das andere für dich alt oder nicht mehr so schön. Oder hast du schon probiert und du willst mehr und mehr. Und der zieht dich langsam, langsam. Und so ist es bei allen Sachen. Deswegen hat auch Allah Azza wa Jalla verboten, zum Beispiel eine Frau zu berühren und so weiter, also die nicht erlaubt ist. Warum? Weil es genau so ist. Schritt für Schritt. Keiner wird ja nie sofort auf der Straße eine Frau nehmen und mit ihr Verkehr haben. Obwohl er es nicht darf. Nein. Eine Berührung, einmal eine Mail schreiben, ein Treffen, einen Kaffee trinken, eine Umarmung, einen Tanz,
und Stück für Stück, bis er dich am Ende dahin bringt, wo er wollte. Das sind die Schritte vom Schaitan. Und das Rauchen gehört auch dazu. Er will dich vom Rauchen, er wird dich irgendwann mal, vielleicht denkst du jetzt, nee, ich rauche nur und mehr nicht. Aber irgendwann mal kommt der zweite Schritt. Weil du schlechte Freunde hast, weil du jemanden neu kennenlernst und so weiter. Und man dann beeinflusst wird.